Liebe Tower Stars Freunde, liebe Tower Stars Fans, ja, es ist Donnerstag und wie gewohnt gibt es da entweder eine Vorschau oder ein Interview. Heute konkret ein Interview mit unserem Verteidiger Oliver Kranz. Olli, grüß dich und herzlich willkommen. Servus, dankeschön. Ja, nach der Pause geht's wieder weiter. 11 Tage waren es jetzt Spielpause. Ihr habt eine Woche Urlaub gehabt. Du hast in einem anderen Interview angekündigt, du willst dich ein bisschen im Wellness-Hotel die Seele baumeln lassen. Wie war es denn konkret für dich jetzt diese Pause? Ich gebe dir das Mikrofon. Ja, war gut. Wir haben es wirklich genossen, ich und meine Freundin. Es war schön, mal ein paar Tage vom Eis weg zu sein. Umso schöner ist jetzt natürlich wieder da zu sein. Wir haben jetzt seit Sonntag haben wir wieder sehr hart trainiert, damit wir wieder reinkommen in die Phase, in die Spielphase, damit wir uns wieder richtig einstellen. Und ja, deswegen war die Pause gut und jetzt geht es wieder weiter. Ist ja so ein guter Brauch, dass man die Länderspielpause nutzt, so ein bisschen eine Grenze zu machen, vorher und nachher. Es geht unheimlich eng zu in der DL2, das wissen wir alle, die Tabelle wahnsinnig eng. Alle Mannschaften, außer Kassel, Kaufbeuren, würde ich sagen, Grimmitschau, die haben so eine kleine Krise gehabt oder so einen Durchhänger auf jeden Fall, eine Talsohle, die es zu durchstreiten gab. Das heißt also aber auch, dass jeder das gleiche Problem hatte wie wir, also alles nicht so dramatisch, wie manchmal das geschrieben wird. Aber wie war jetzt für dich so die erste Phase der Saison? Was waren für dich so die gewissen Höhepunkte oder was war so prägend jetzt in diesen ersten 18 Spieltagen? Ja, wie du schon sagst, wir hatten auch ein bisschen einen Durchhänger, das wie zum Glück jeder auch mal hatte. Man sieht auf jeden Fall, dass die Liga um einiges besser wurde dieses Jahr, wie zu den vorherigen Jahren. Jedes Team hat sich irgendwie verbessert, deswegen ist es auch so eng. Wir hatten diese 5 Spiele Niederlagenserie. Ist blöd gelaufen, wir sind zum Glück gut da rausgekommen und ich glaube, der Höhepunkt war somit das letzte Heimspiel gegen Regensburg, wo wir das Spiel noch gedreht haben und noch gewonnen haben. Das war wichtig, dass wir es auch mal sehen, dass es auch andersrum geht dieses Jahr, dass wir mal zurückkommen können und ein Spiel noch gewinnen können. Es wird ja auch immer gesagt, man will mit positiven Gefühlen in die Pause gehen. Wie wichtig war jetzt dieser Sieg, vor allem wie er dann entstanden ist? Hat man das dann ein paar Tage in der Pause dann auch noch im Hinterkopf? Auf jeden Fall. Ich habe auch nach dem Spiel mit ein paar Jungs geredet, die haben alle gesagt, es fühlt sich gerade an wie ein Playoff-Sieg, weil wir wirklich so hart gekämpft haben. Und wir waren auch während dem Spiel wirklich alle ziemlich sauer, weil wir auf jeden Fall mit einem Sieg in die Pause gehen wollten. Die Defensive, sieht man mal von diesen 10 Gegentoren ab am letzten Wochenende, oder das eine Empty Net lassen wir jetzt mal weg in Kaufbeuren. Aber davor war doch die Defensive relativ konstant. Teilweise 2 Gegentore nur bekommen, auch bei Niederlagen. Das sah also gut aus. Wie warst du eigentlich mit dir selber zufrieden? Ja, wie du schon sagst, wir haben zum Glück die Defensive von letztem Jahr so weit wie es geht zusammengehalten. Das spielt uns natürlich in die Karten, deswegen klappt es auch normalerweise sehr, sehr gut. Auch das System ist ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Mit mir selber zufrieden. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir noch relativ viel vor uns haben. Jetzt die letzten paar Spiele, die waren gut, die waren erfolgreich eigentlich. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Also man kann an sich nicht meckern und auch mit mir selber bin ich soweit zufrieden. Es geht natürlich immer besser, aber soweit passt es. Kommen wir mal zum konkreten Wochenende. Also wir haben es schon angesprochen, es geht ja nicht immer nur darum, dass man gut in die Pause geht, sondern auch wieder rauskommt. Da hat es schon manche Teams gegeben, die haben dann einen kompletten Durchhänger gehabt. Was muss passieren, dass es uns denn nicht so geht? Weil wir haben ja 2 schwere Gegner, Inselb und dann zu Hause gegen Landshut. Das könnten natürlich für den unangenehmen Gegner die unangenehmen sein. Wie siehst du die Sache jetzt fürs Wochenende? Ja, du hast absolut recht. Ich glaube, Selb war das Team, was sich am besten verstärkt hat über den Sommer dieses Jahr. Du siehst auch, dass die einfach anders spielen, die haben super Namen drin. In Selb ist eh nochmal anders zu spielen wie jetzt zu Hause gegen Selb. Das wird auf jeden Fall ein hartes Spiel, sage ich mal. Es wird schwierig. Und gegen Landshut, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wie da die Spiele umkämpft werden. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich genauso wieder am Sonntag. Gegen Landshut sind es immer ekelhafte Spiele, immer harte Spiele. Da geht es immer zur Sache und ich glaube, darauf können wir uns am Sonntag einstellen. Du bist ja gebürtiger Landshut, das heißt, natürlich der ein oder andere Kollege, den kennst du jetzt nur vom Namen. Gegen wen hast du jetzt auch schon konkret zusammengespielt? Und wie ist es auf dem Eis, wenn man da merkt, oh, da ist irgendwo ein guter Bekannter von mir, merkt man das auf dem Eis oder schaltet man da komplett ab und sieht es dann erst wieder, wenn man sich dann beim Shake Hands wieder trifft? Ja, das ist schwierig manchmal. Ich habe jetzt aus dem Landshuter Team habe ich eigentlich nur mit Jakob Meinschein fast den ganzen Nachwuchs in Landshut damals zusammengespielt. Es war auch immer ein guter Kumpel. Dann haben sich so ein bisschen die Wege getrennt, jetzt ist er wieder zurück in der Liga. Und wenn man so die letzten Spiele gegen Landshut sich angeschaut hat, habe ich mich immer sehr gern mit dem vom Tor. Wir bearbeiten uns ziemlich auch in den Ecken und so. Das beruht auf Gegenseitigkeit, also es macht eigentlich Spaß. Und dann
sobald das Spiel vorbei ist, kann man dann sagen, ey, guter Kampf, gute Checks gefahren und so, aber während dem Spiel, da gibt es leider keine Freunde. Nochmal auch konkret jetzt zum Landshut-Spiel. Der Spielplan wollte das so, dass wir jetzt teilweise gegen Kaufbeuren, Grimmitschau, Regensburg ja schon zweimal gespielt haben, gegen die Landshut noch gar nicht. Wie ist denn das in der Spielvorbereitung? Was hilft einem denn mehr, wenn man einen direkten Vergleich hat aus dem Spiel, aus dem Hinspiel oder wenn die Trainer dann die letzten Spiele des Gegners analysiert haben und was hilft euch da mehr bei der Videoanalyse? Das ist immer schwierig mit dem ans Hinspiel denken, weil du relativ schnell dann die Spiele sofort wieder vergisst, wenn sie aus dem Gedächtnis raus sind, sag ich mal, ein, zwei Tage später, musst du es ja auch schon vergessen, weil das nächste Spiel dann schon ansteht. Also wir schauen uns oft die letzten zwei, drei Spiele vom Gegner an, wie die gespielt haben, und das machen wir eigentlich zu jedem Gegner, egal ob wir jetzt schon ein paar Mal gegen die gespielt haben oder nicht. Jetzt natürlich auch die Fans, die Zuschauerzahl, da brauchen wir auch kein Ding drauf machen, da waren wir jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Aber jetzt beginnt so die kalte, ungemütliche Zeit draußen. Das ist auch die typische Eishockey-Zeit. Wie groß ist eure Hoffnung, dass die Fans noch mehr Gas geben jetzt? Also erstmal muss ich ein dickes Lob aussprechen. Jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Regensburg, wo wir schon hinten waren, wo wir auch am Anfang schlecht gespielt haben, da waren die Fans wirklich da. Die haben uns sehr gut weitergeholfen, sehr gut angefeuert. Ja, die Halle könnte natürlich voller sein. Das würden wir uns alle wünschen. Das wäre schön. Wie du schon sagst, es beginnt wirklich die Eishockey-Zeit im Winter. Wenn es kalt wird, ob es da vor dem Fernsehen liegen bleibst oder doch lieber ins Stadion gehst. Wir hoffen, dass es mehr wird, aber dafür müssen wir uns halt auch Spiele gewinnen und die Fans müssen wir uns auch irgendwo erarbeiten. Das war ein gutes Stichwort für das Ende und natürlich aber auch der Hinweis, dass die Parkplatzsituation ja definitiv jetzt auch entspannter ist. Danke dir, Olli. Und für uns natürlich jetzt nur der Hinweis, Tickets für das Spiel am Sonntag gegen Landshut könnt ihr euch wie gewohnt natürlich im Fanshop bei allen Vorverkaufsstellen besorgen und im Ticket-Webshop und ab 90 Minuten Vorspielbeginn, so ist es richtig, dann an der Abendkasse. Und das Spiel an ihn selbst und bei den Tower Stars gegen Landshut wird natürlich für alle, die es dann doch nicht in die Halle schaffen, dann live auf Sprite TV übertragen. So, nochmal danke dir, Olli, und ein erfolgreiches Wochenende. Und wir sehen uns dann allerspätestens am Sonntag um 18:30 Uhr gegen den e.V. Landshut.